Ich möchte mich selber vorstellen. Sie sehen, dass ich seit 1978 Arzt bin und meine Facharztausbildung geht in die Gynäkologie und Geburtshilfe, die ich aber aufgrund der Ausrichtung in die Allgemeinmedizin nie abgeschlossen habe, also nicht mit einer Prüfung, aber die ganzen Voraussetzungen, was dazu führt, dass ich inzwischen der einzige Arzt aus einem allgemeinmedizinischen Bereich bin in Norddeutschland, der noch Schwangere betreut, weil das ist den Allgemeinärzten sonst weggenommen, weil sie die fachärztliche Ausbildung nicht haben. Das führt aber dazu, dass ich in der Praxis Schwangere betreue. Also ich habe 15 Jahre Hausgeburten begleitet und bin vom ersten Tag der Praxis, also seit 1983, zunächst in Südbaden niedergelassen und dann seit 91 in Norddeutschland Plön. Ich betreue also Kinder von der ersten Stunde an, von der Geburtsstunde, um nicht genauer noch darauf hinzuweisen, von der Schwangerschaft an. Das ist natürlich eine sehr schöne Beobachtungszeit, die man da verfolgt und man kann den Werdegang jeder einzelnen Persönlichkeit mit Gesunderhaltung oder Krankwerden sehr gut verfolgen. Sie sehen, dass ich Sohn eines Arztes bin, beziehungsweise in fünfter Generation einer Arztfamilie. Das wiegt schwer, weil einem die Fortschritte der Medizin schon in die Wiege gelegt wurden, um nicht zu sagen genetisch aufgezwungen wurde. Die täglichen Gespräche zu Hause, die drehten sich natürlich um all die positiven Dinge, in Anführungsstrichen, die der Vater vertrat oder der Großvater. Und mein Sohn, sehen Sie, ist schon in sechster Generation Arzt, konventioneller Kardiologe. Also da sind die Diskussionen auch wieder schwierig geworden. Obwohl er mir durchaus gesteht, dass ihn in den Nachtdiensten ab und zu mal so ein Fall beobachtet mit akuten Herzrhythmusstörungen und ihm dann doch durch die Gespräche mit mir die Frage auf der Zunge liegt, war irgendwas in der letzten Zeit? Haben Sie sich impfen lassen? Und siehe da, immer wieder wird er überrascht, dass gerade eine Grippeimpfung stattgefunden hat und dann der Zweifel in der Beteiligung an diesem Krankheitsgeschehen auftrat. Sie sehen, ich habe selber drei Kinder, mittlerweile drei Enkel und bin seit 1978, also mit Ende des Studiums oder beziehungsweise mit Beginn des Arztseins mit der Homöopathie in Verbindung. Vorher erst die klassische Akupunktur und dann die Homöopathie und das hat seine Bewandtnis zu diesem Thema. Das will ich Ihnen noch aufzeigen. Kommen wir mal ganz auf die Jugendjahre zurück. Ich bin also aufgewachsen mit dem Meinung, die man so von den Eltern übernimmt. Impfung ist großartig, unsere Medizin hat Heroisches geleistet und das muss sein. Meine Eltern hatten etwas Probleme, weil ich im ersten Lebensjahr sehr krank war und dann konnten sie nicht impfen. Das haben sie dann auch gelassen. Aber mein Vater konnte es sich nicht verkneifen, mir mit 12 Jahren die erste Pockenimpfung zu geben, weil er meinte, das sei so wichtig, dass ein Sohn eines Arztes pockengeimpft ist. Ich vergesse die Zeit nicht, weil ich war danach intensiv krank. Es gab diese entzündliche Armschwellung, die Sie fast die Eltern unter Ihnen wahrscheinlich noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Und ich habe es zunächst gar nicht im Zusammenhang gebracht, aber 3 Monate später habe ich einen akuten Blinddarm gekriegt. Also eine heftige Schmerzsymptomatik, die heute ziemlich schnell auf dem OP-Tisch landen würde. Aber mein Vater, das muss ich ihm auch zugutehalten, hat mich beobachtet Tag für Tag und hat mich nicht operieren lassen. Also ich habe meinen Blinddarm noch. Hab's auch überlebt. Aber in der Folgezeit hatte ich mehrfache Lungenentzündung und das war immer so überraschend, wieso das so heftig entgleist. All das ist mir zunächst gar nicht im Zusammenhang in Überlegung gekommen. Jedenfalls die letzte Lungenentzündung hatte ich dann im Studium, so Mitte der 20er Jahre und durch den Einsatz der Homöopathie habe ich die dann ohne konventionelle Medikamente überwunden und das hatte dann dazu geführt, dass das nie wieder kam, bis heute. Aber schon in den Jugendjahren, also 2, 3 Jahre nach der Pockenimpfung, auch das hatte ich nicht im Zusammenhang gesehen, traten Ekzeme auf. Ekzeme an den Armen, die es familiär so nicht gab, hatte niemand.
Und diese Ekzeme haben sich über Jahre gehalten und schließlich haben die meine Operationskarriere behindert, weil ich ständig von den Handschuhen, mit denen man operierte, und dessen Puder, mit dem die ausgekleidet sind, dann Ekzeme bekam. Ich hatte offene, wunde Hände, das ging gar nicht. Brauchte dann Spezialhandschuhe aus Kautschuk. Da hat schon immer die Wirtschaftsabteilung der Klinik schräg geguckt, weil die so teuer waren. Und dann war man wohl froh, dass ich das irgendwann mit einer Kündigung beendete. Ach so, und dann sehen Sie da unten, dass später dann noch so allergisches Asthma bronchiale dazu kam. Die erste Erkenntnis, die ich später rückblickend gezogen habe, war, dass die Pockenimpfung doch erheblich krank macht. Und so an anderen Beobachtungen, 78 Examen, 83 fing ich mit der Praxis an, bekam es mit Patienten zu tun, die noch pockengeimpft waren, denn 76 wurde sie abgeschafft, dass ich mit sehr viel Entzündung im Zusammenhang mit der Pockenimpfung konfrontiert wurde. Und diese Bereitschaft zur Entzündung, die hält eben sehr lange an und fördert Komplikationen anderer Krankheiten. Und die Spätfolgen, die dann daraus zu erkennen waren, vor allen Dingen allergische Probleme und Überempfindlichkeitsreaktionen. Und heute, so nach fast 40 Jahren, meine ich, seit Abschaffung der Pockenimpfung, diesen Zusammenhang doch konstatieren zu können, dass wir seither kaum mehr Blinddarmentzündungen sehen. Die gibt es natürlich nach wie vor, aber sie sind selten geworden. In meiner chirurgischen Ausbildungszeit habe ich jeden Tag Blinddarm operieren können. Man war also schnell fit bei diesem Thema. Das ist heute selten. Dass wir grausame, eitrige Mandelentzündungen, gerade in den Jugendjahren, heute nicht mehr in der Weise sehen wie früher. Und dass wir Scharlach mittlerweile als ein zumutbares Problem in der Praxis beobachten. Auch konventionelle Mediziner meinen inzwischen, das sei so harmlos, dass man Scharlach nicht mehr unbedingt mit Antibiotika behandeln müsse. Aber noch vor 100 Jahren war es eine gar nicht so selten tödliche Angelegenheit. Ich hatte auch mal einen Lehrauftrag für Homöopathie an der Uni in Lübeck. Und dann haben mir die Professoren aber mit auf den Weg gegeben, ich dürfte mich im Rahmen dieses Lehrauftrags, den ich für die Homöopathie hatte, nicht negativ äußern über die Impfung und über die antibiotische Behandlung bei Scharlach. Das war sozusagen eine heilige Kuh oder waren beides heilige Kühe. Ich habe das natürlich nicht gemacht. Aber die typischen Kinderkrankheiten, das können wir heute sagen, sind bedeutungslos geworden, weil sie immer harmloser waren. Das heißt, die Pockenimpfung hat so nach meinen Vorstellungen sehr dazu beigetragen, als eine der grausamsten Impfungen von ihrem Nebenwirkungsprofil her, harmlose Erkrankungen in eine schwere zu führen. Und so ist auch heute dieses völlig zerstörende Rheuma, bei dem so die Gliedmaßen, zum Beispiel der Finger, von der Hand abweichen, völlig verstellte Finger, wie sie ältere Leute manchmal noch haben, heute eher eine Rarität. Heute haben wir es mit Autoimmunerkrankungen und mit chronisch-rheumatischen Syndromen anderer Natur zu tun. Und diese destruierenden Formen sind selten geworden. Auch bei Jugendlichen gab es früher Schwerstakne. Das führte dazu, dass man sogar einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Schweinefleisch herstellte. Weil das Schweinefleisch den Menschen am ähnlichsten war. Und man merkte, dass wenn man auf Schweinefleisch verzichtete, die Akne der Männer besser wurde. Diese Form der Schwerstakne gibt es heute nicht mehr. Und inzwischen ist Schweinefleisch ja wieder in. Obwohl es nach wie vor problematisch ist. Und die Polio ist wie von allein verschwunden. Ohne dass die Impfung daran beteiligt wäre. Das ist auch seltsam. Weltweit mit aufhörender Pockenimpfung, ob das nun wirklich einen Zusammenhang gibt, muss ich offen lassen. Das sind ja nur persönliche Meinungen, persönliche Beobachtungen. Ist die Polio wie vom Erdboden verschluckt. Und sie taucht nur noch dort auf, wo man mit DDT arbeitet. Im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Malaria wird immer wieder DDT eingesetzt, um die Überträger, die Mücken, zu bekämpfen. Und dort wird dann immer wieder von Poliofällen berichtet, wobei wir wohl davon ausgehen müssen, dass diese ultrachemischen Wirkstoffe zentralnervöse Strukturen schädigen und das Ganze dann als eine Viruserkrankung deklariert wird. Aber dass ein Darmvirus, und Polio ist ja ursprünglich ein Darmvirus, ans Nervensystem geht, braucht also bestimmte Voraussetzungen. Und wenn die entfallen, dann werden die Dinge problemloser, fast wie bei den Kinderkrankheiten. Dann war ich bei der Bundeswehr, das hat mein Vater gewollt, sonst hätte er mir das Studium nicht bezahlt. Okay, dann bin ich in Sanitätsdienst gegangen, das passte ihm überhaupt nicht.
und habe dort in einer Einheit mitgekriegt, wie ca. 25 junge Soldaten zum ersten Mal Pocken geimpft werden sollten. Die wurden also vorsorglich eingewiesen, weil man wusste, wenn man Erwachsene zum ersten Mal Pocken impft, dann geht es denen richtig schlecht. Und das konnte ich da studieren. Da musste ich gleich an meine eigene Pockenimpfung zurückdenken. Die haben eine dramatische Woche danach erlebt. Es gab tagelang hohes Fieber. Die haben gebrüllt vor Schmerzen, Tag und Nacht. Nicht alle, aber einige. Die Arme schwollen an, im Extrem. Also es war ein Drama, was dazu führte, dass jeder Dritte mit Komplikationen bis zu 3 Wochen noch bleiben musste. Und Spätfolgen überblicke ich nicht, aber es blieb mir sehr eindrücklich im Gedächtnis hängen. Und die Pockengeschichte geht ja auf Edward Jenner zurück, ein englischer Landarzt, der nutzte eigentlich ein Wissen, was man schon breit hatte, dass man Bauersleute beobachtete, die mit Kühen in Kontakt kamen, die eine Art Pockenerkrankung durchmachten, durch den Schleimkontakt immun erlebte, also dass sie darauf auf die allgemeinen Pocken nicht mehr reagierten. Nicht? Und dann hat man diesen Kuhschleim den Menschen übertragen im Sinne eines Impfverfahrens, indem man ihnen einfach, wie sich so die Eltern von ihnen kennen, den Arm anschlitzt und dann den Schleim dieser Kühe da in diesen Schlitz einbrachte und dann so eine Immunreaktion provozierte. Wacke heißt die Kuh und Vaccination das ganze Verfahren. Also es kommt von der Kuh. Und man nannte das das Inokulieren, und das Inokulieren beschreibt sehr plastisch, worum es geht. Wie in der Baumschule, indem man einen Baum fropft, setzt man ein fremdes Wesen in oder auf eine andere, auf einen anderen Organismus. Und so muss man das Impfverfahren auch immer im Auge behalten. Fremdwesenhaftigkeit wird in Individuen eingepflanzt. Und was sie da machen, das entzieht sich jeder Kontrolle. Und das wurde dann in England entwickelt, in London wurde gesetzlich vorgeschrieben, sich Pocken impfen zu lassen, und das hat dann Bismarck 1874 in Deutschland eingeführt. Erstimpfung mit dem zweiten Lebensjahr, Zweitimpfung mit dem 12. und dann nochmal die Soldaten, wenn sie eingezogen wurden. Die kriegten also 3. Und wenn Fernreisen angestanden, dann hat man auch die Pockenimpfung wiederholt. Und das war durchaus von Konsequenz. Denn Edward Jenner wurde selbst durch seine Pockenimpfschäden bekannt. Er hat nämlich seine Frau in der Schwangerschaft geimpft und sie hat eine grässliche Entzündung der Fruchthöhle bekommen und ihr Kind verloren und kann wohl von Glück reden, dass sie es überlebt hat. Und der Sohn kriegte die bekannte Gehirnentzündung, die Impfenzephalitis, wurde debil und verstarb mit 20. Und Edward Jenner hat am Ende seines Lebens das alles widerrufen. Und trotzdem lief die Geschichte. So, und 1978 veröffentlichte Jenner die Kuhpockenimpfung. 1811 hat man in London Stadt gegen Pocken geimpft. Man hat das in der Stadtvertretung so ausgegeben. Und 1819 gab es die erste Heuschnupfenepidemie in London Stadt. Die Umgebung war nicht geimpft und da gab es keine Epidemie. Also solche Kontraste gab es schon damals zu beobachten. Die Spätfolge nach Impfung als allergischer Spätschaden. Man nannte das damals noch den Bostockschen Katar, weil es benannt wurde nach Bostock. Und die ersten Heuschnupfenpatienten waren also dann die Stadtbevölkerung, die geimpft wurden, und die Soldaten. Die wurden ja 3-mal geimpft und waren doppelt so häufig allergisch bis 1900 als Vergleichsaltersgruppen, die ungeimpft waren. Also deutlicher ging es ja damals nicht. In der bäuerlichen Bevölkerung schon damals selteneres Vorkommen, weil man die nicht so ohne weiteres für die Impfung erreichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man bei Kleinkindern dann zunehmend das Impfprogramm forciert, sodass deren Allergien auch zunahmen. Und ab 1873 wurde erst ein Zusammenhang mit Pollen bekannt. Und das wird heute ja gern so als auslösende Ursache beschrieben, aber das ist natürlich unsinnig, weil die Pollen modulieren nur das allergische Grunderkranktsein, die Störung im Immunsystem. Und es sind keine Erreger daran beteiligt und sie können sich nicht anstecken. Also haben sie generell als Allergiker auch keine Impfvorteile, sondern wir haben Befürchtung, dass sie im Zusammenhang damit sogar zu dem Problem gekommen sind. Und so ist dann die Entwicklungskurve, da der Nahrungsmittelallergien, unten das Lebensalter, atopische Dermatitis geht dann in Richtung Neurodermitis, dann der Etagenwechsel, später das Asthma, und Sie sehen, allergische Rhinitis, der Heuschnupfen ist also das, was immer ganz zuletzt kommt. Da denkt man gar nicht mehr, dass es Zusammenhänge mit Impfereignissen sein können, die da beteiligt sind. Und da heute der ganze Impfkalender geimpft ist, bevor Frauen schwanger werden, haben sie natürlich die genetische Botschaft
die sie den Kindern weitergeben. Und das führt heute dazu, dass wir über eine Durchseuchung der Gesellschaft mittlerweile verfügen, dass Kinder ab Geburt zu ca. bis zu 50% schon Allergiker sind. Und das sind die Gesundheitsstörungen heute bei Kindern. Neurodermitis, jedes dritte Kind bis zur Einschulung hat heute Neurodermitis-Erfahrung, jedes zehnte Asthma, die geschwürigen Darmerkrankungen beobachten wir, ein diffuses Rheuma, Autoimmunerkrankung. Es gibt heute kaum mehr Kinder, die nicht bis zum vierten Lebensjahr an den sogenannten Polypen operiert sind, weil einfach die Schleimhäute chronisch schwellen. Die Fettsucht ist beileibe kein alleiniges Ernährungsproblem, sondern auch ein Stimulationsgeschehen im Stoffwechsel, da sind die Impfungen genauso dran beteiligt. Wir sehen diffuse zentralnervöse Schäden, die wir als ADS bezeichnen. Wir sehen deformierte Persönlichkeiten, die schließlich auch mit Suchtleiden zu tun haben. Depression ist die heimliche Seuche unserer Gesellschaft mit einer Suizidrate, die dreimal so hoch ist wie die Verkehrstodesrate. Das ist also schon ein Riesenthema. Und alles das können wir mit Impfung in Verbindung bringen und auch den Krebstod. Offiziell wissen wir von Vererbung. Allergene sind im Spiel und der große dritte Kreis ist unbekannt. Es gibt also kein ursächliches Verständnis. Immunologen ringen natürlich mit ihren Erkenntnissen. Aber wir wissen, dass zu über 50% die Psyche daran beteiligt ist, in unstofflicher Natur. Das hat sehr viel schon mit Homöopathie zu tun, wo wir auch mit Unstofflichkeit arbeiten. Also wenn Sie in den Nachrichten hören, morgen fliegen Pollen von Ambrosia zum Beispiel oder von der Birke, dann haben Sie morgen Heuschnupfen, ob die nun fliegen oder nicht. Das ist die Realität und das lässt sich eben schwer klären. Dann kam die Vaterschaft, drei Kinder. Natürlich habe ich als verantwortungsvoller Arzt meine Kinder auch geimpft am Anfang. Allerdings gab es in den 70er Jahren nur so ein reduziertes Programm mit Diphtherie, Tetanus, Polio. Habe natürlich erstmal gewartet, halbes Jahr, ja. Aber dann kam ja doch das schlechte Gewissen. Und alle hatten sie ihre Probleme, alle drei Kinder. Waren ständig mit Krankheiten beschäftigt, mit Infekten, mit Mittelohrentzündung. Mein Sohn hat eine Mittelohrentzündung nach der anderen, mit Ohrdurchbrüchen, Mandelentzündung, heftiger Keuchhusten. Und alle drei haben sie dann Masern gekriegt. Und Masern lief bei meiner Tochter 10 Tage 40 Grad mit Masernpneumonie. Ich habe sie homöopathisch behandelt, schulmedizinisch gibt es gar nichts. Und der Witz, nachdem sie das durchstanden hat, ist sie nie wieder krank geworden, bis heute. Es hat sich gelohnt, ist mein hängen gebliebener Ausdruck. Das ist eine hochfieberhafte Virusinfektion, die zweiphasig verläuft, die Komplikationen macht an Ohr, Lunge und Gehirn. Am Ende schält sich dann die Haut fein lamellär, aber sie hinterlässt ein nachhaltiges Immuntief, sodass wir immer nach Masern sagten, und ich habe viele Masernepidemien begleitet und muss heute sagen, ich habe eigentlich nie große Probleme mit Masern gesehen, also in meinem Klientel. Dass diese Woche nach Ende der Krankheit immer noch eine Rekonvaleszenzwoche war, weil da waren sie so geschwächt, dass sie drohten, zweitkrank sein zu bekommen. Also die mussten dann noch eine Woche zu Hause bleiben. Nun waren sie schon 2-3 Wochen zu Hause und dann noch eine Woche, aber das lohnte sich langfristig. So sieht es aus, das kennen die meisten von Ihnen inzwischen gar nicht mehr. Solche Flecken, die dann auch zusammenfließen können und am Ende schuppt sich die Haut so von den Füßen und Händen. Und dann ist die Krankheit durch. Das ist nichts anderes als ein Zinkerschöpfungszustand, weil das ein Stress ohne Ende ist fürs Kind. Das ist ein großer Stress. Und die Komplikationen liegen bei der Mittelohrentzündung, der Lungenentzündung, das ist eine Viruslungenentzündung, und bei der Hirnhautentzündung. Sie sehen, die war in einer Größenordnung damals in den 60er, 70er Jahren beschrieben wie ein Fall auf 50.000 und jeder vierte davon schwer, tödlich oder lebenslang geschädigt. Und das ist das einzige Motiv eigentlich, Masern zu impfen. Weil diese Fälle vorkamen. Und Sie sehen da unten die Spätkomplikation, die Tuberkulose, nämlich in den immunologischen Tief, weniger in unseren Breiten, aber in afrikanischen Ländern, in anderen Armutsgegenden ist dann die Tuberkulose oft die Folge. Oder das sogenannte SSPE, eine chronisch schleichende Gehirnerkrankung. Da ist mal so ein Fall durch die Medien gelaufen und wurde damit begründet, dass dieses Kind sich in einer kinderärztlichen Praxis Masern zugezogen hätte, als es ein halbes Jahr alt war. Das ist eine sehr merkwürdige Argumentation. Dass man durch Wildmasern diese Störung kriegt, ist bekannt, aber sie sind viel häufiger nach
lebend Impfvirusinjektionen. Und zwar nicht nur nach Masern, sondern auch nach Windpocken, nach lebend Röteln oder Mumpsinjektionen. Da kennen wir dieses SSP genauso. Und das kommt schließlich sehr häufiger vor durch die Impfviren. Masern und Gehirnschäden werden also seit 1960 in dieser Häufigkeit formuliert. 1976 wurde die Pockenimpfung abgeschafft. Krankheiten wurden milder, wurden sanfter, harmloser. Das habe ich in der Praxis beobachten können. Man demonstriert Eltern aber heute das Risiko, bei Masern zu Schaden zu kommen, hier in einer Größenordnung 1 zu 500 bis 1 zu 1000. Ein Kind auf 500 bis 1 zu 1000. Das ist ja schon eine gewaltig nahegehende Komplikationsrate, aber man sagt den Eltern nicht, dass das das Worst-Case-Szenario ist, was in kanadischer Alaska 1952 stattfand. Und das ist so die angsterzeugende Argumentation, die wir in einer bedauerlichen Weise immer wieder von den Impfbefürwortern sehen. Nun, wie geht man mit Masern um? Man darf kein Fieber senken. Aber gehen Sie mal heute in die kinderärztliche Praxis, wenn irgendwo Fieber entsteht, das ist fast Norm, Fieber zu senken. Dabei ist Fieber keine Krankheit, es ist die körpereigene Leistung und die hilft uns, Krankheit zu bewältigen. Und genau diese Maßnahme, gleich im Beginn bei Masern, hat verheerende Folgen. Keine chemischen Arzneimittel helfen sowieso nicht. Sinnvoller Umgang mit dem Fieber, Förderung des Exanthems, denn dann sind die meist aus der Gefahrenzone raus, wenn der Ausschlag richtig hervorkommt. Und dann immer die Anwesenheit einer Vertrauensperson. Das bedarf natürlich ein paar Wochen häuslichen Aufenthalts, aber es ist langfristig von mehr Nachhaltigkeit. In der Schweiz gab es noch in der letzten Zeit, 2006 bis 2009, 3500 Masernfälle. Es gab keinen Todesfall, es gab allerdings 125 Lungenentzündungen, die alle folgenlos abheilten, 8 Enzephalitiden, die alle folgenlos abheilten und kein homöopathisch behandeltes Kind war im Krankenhaus. Wir können mit dieser Krankheit umgehen. Wir brauchen die Impfung nicht. Die Kindersterblichkeit, das habe ich mal gerade jetzt vor kurzem aus der Süddeutschen entnommen, die zitieren Lancet Online. Sie sehen 2008, die ganze Kindersterblichkeit weltweit geht zurück von 12,7 Millionen bis auf 8,8. Und die häufigste Todesursache sind Lungenentzündung, Durchfall und Malaria. Es leuchtet ein, dass das weniger ein Thema unserer Breiten ist. Besonders gefährdet, 41% der Todesfälle sind Säuglinge in den ersten 27 Lebenstagen und das ist zum Drittel der Fall durch Mangelernährung. So, Sterblichkeit weltweit in Fortsetzung, allein von den 8,8 Millionen sind das 4,2 Millionen in Afrika, 2,4 in Asien. Man hat sogar eine Rangfolge der häufigsten Fälle, 50% aller Todesfälle von Indien, Nigeria, Demokratische Republik Kongo, Pakistan und China. Also das sind so die Spitzenreiter. Das ist nicht hier. Und da unten sehen Sie die Sterblichkeit in den wohlhabenden Staaten. Europa, 0,5 bis 1% der Kinder unter 5 Jahre. Sie sehen, dass es dann auch Unterschiede gibt zwischen England und Deutschland, obwohl Deutschland mehr Einwohner hat. Und hier bei uns ist die Kindersterblichkeit bis zum 5. Lebensjahr hauptsächlich ein Problem der Frühgeburtlichkeit. Dass zu früh geborene Kinder einfach immunschwächer und lebensunfähiger sind als reifgeborene. Und dann sind es Unfälle, Impfungen und der plötzliche Kindstod. Und die Frage ist, ob das nicht manchmal das Gleiche ist. So, Masern ist bei unterernährten Kindern in einer Sterblichkeit sehr hoch, und zwar um das 400-fache über der von Kindern in normalen sozialen Verhältnissen. Und bei über 85% der an Masernkomplikationen leidenden Kindern ist der Ernährungszustand ungenügend. Also, wenn wir das da uns an die eigene Nase fassen, dann müssen wir hier kein Masern-Szenario benötigen. Im Gegenteil. Warum gibt es Masern überhaupt? Genetiker haben uns aufgezeigt, dass das Masernvirus aus einem Erkältungsvirus mutiert ist. Es hat sich also dem Menschen angepasst. Und zwar, weil der Mensch die Tuberkulose bekam. Und Masern wurde die Hilfestellung, als akutes Leiden mit dem chronischen Besserung zu erfahren. Masern half uns also, mit der Tuberkulose zurechtzukommen. Nun ist aber die Tuberkulose eine Geißel der Armut. Und die ist hier unbedeutend. Man sagt, Migranten brechen sie noch mal rein. Aber wir haben hier mit Tuberkulose nichts mehr zu tun. Deswegen brauchen wir Masern nicht mehr. Erschreckenderweise wurde aber bis 1998 aktiv, lebend gegen Tuberkulose geimpft. Zum Glück hat das aufgehört. Also seit 1998 brauchen wir noch weniger Masern. Aber es gibt eine Arbeitsgemeinschaft Masern und die macht Propaganda für die Impfung.
Das sind hier 5 Firmen, die da drin vertreten sind, beziehungsweise 3 Firmen und die STIKO und das Deutsche Grüne Kreuz. Und mit der Impfeinführung wurde Masern dann für gefährlich erklärt. Das, was ich bei meinen Kindern beobachtet habe, konnte ich später in der Praxis weiter beobachten. Nach durchgemachten Masern kann man feststellen, die Kinder laufen besser, sprechen flüssiger, bekommen geschicktere Finger, ihr Blick wird klarer, sie machen einen deutlichen Entwicklungsschritt. Während Mutter sich aus dem Kindergarten heimlich stehlen musste, weil das Kind an der Mutter klebte, sind sie nach Masern selbstständiger und gehen. Sie übernehmen Verantwortung. Nutzen, es gibt Entwicklungsschübe, es gibt chronische Krankheiten wie die Eiweißverlustniere, das ist das nephrotische Syndrom, was damit heilbar ist. Man hat noch 1960 dieses nephrotische Syndrom, was oft in der Folge von fieberhaften Bakterienerkrankungen entsteht, mit Masern behandelt, in Kliniken. Man hat dann Kinder Masern infiziert und dann haben sie diese Krankheit überwunden. Heute macht man das mit Cortison. In der dritten Welt ist signifikant weniger Malaria- und Parasitenbefall aufgetreten, wenn Masern durchgemacht wurde. Das Risiko aber, Tuberkulose davon zu tragen, nach Masern, durch das Immuntief, ist hoch. Das heißt, einerseits schützt die Krankheit uns besser vor Tuberkulose, auf der anderen Seite gefährdet sie die unterernährten Geschwächten. Hohes Fieber ist Krebsprophylaxe. Halbierung der Brustkrebsrate hat man durch Masern in der Kindheit durchgemacht, beobachtet. Halbierung des Allergierisikos und das Risiko von Multiple Sklerose wird weit niedriger. Es gibt Profit. Man kann heute sagen, indem man sich aktiv bemüht, akute Krankheiten nicht zuzulassen, ernten wir immer mehr die chronischen. Genau die, die hier aufgelistet sind. Ein Däne hat festgestellt, dass durchgemachte Masern vor Erkrankung des Immunsystems, der Haut und Hautanhangsgebilde, vor degenerativen Knorpel- und Knochenerkrankungen und vor Tumorerkrankungen eindeutig schützen. Was wollen wir eigentlich heute mehr, wenn Krebs bald die Todesursache Nummer 1 ist? Die WHO prognostiziert, 2030 wird Krebs die häufigste Todesursache sein. Wir brauchen Konzepte gegen Krebs. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit. Impfungen haben keine Nachhaltigkeit. Krebs bei Kindern ist mittlerweile ein reales Thema. Das ist eine Zusammenstellung vom Kinderkrebsregister 2005. Jährlich erkrankt jedes 500. Kind heute an Krebs bis zum 15. Lebensjahr. Und das nimmt europaweit, auch in Deutschland, jährlich seit 1970 um 1% zu. Da kommt was auf uns zu, was gar nicht ins Kindesalter gehört. Und Sie sehen, die Hälfte dieser Tumore sind Leukämien und Lymphomen. Das sind Tumore des Abwehrsystems. Da ist unsere Medizin recht erfolgreich. 80% können Sie mit Chemotherapie heilen, wäre ein falscher Begriff, aus dieser Krise rausholen. Denn wenn Sie es überstanden haben, haben die ein 8-mal höheres Risiko für schwere Krankheiten später. Die sind ein lebenslang davon gezeichnet. Das ist nicht Heilung. Aber so wird es verkauft. Aber da sind die besten Erfolge in der Krebstherapie, weil Kinder noch eine Menge ausgleichen können. Aber dass das überhaupt stattfindet, das ist ein unerträgliches Drama. Die Frage, die man heute Eltern stellen kann, ist, wollen sie lieber das Krebsrisiko in Kauf nehmen oder das Masern-Komplikationsrisiko? Und wenn wir heute die Diskussion führen, wie das mit dem Worst-Case-Szenario ist, dass jedes 500. Kind Komplikationen beim Masern kriegt und davon jedes vierte ernst, und wir aber in Rechnung stellen, dass das viel, viel, viel seltener ist, nicht mal so wie 1960, dann kann man Eltern verstehen, wenn sie heute eher das Masernrisiko eingehen, um langfristig Perspektiven gegen Krebs zu eröffnen. Und darauf kommt es bald an. Praxiszeit. Ab 1983 Hausgeburten, Kinderbetreuung von Geburt an. Auf einer Geburt, wo es viel Zeit gab, kam meine Mutter an mich ran, also eine Großmutter des werdenden Kindes, und hat mich so in der Pause mal beiläufig gefragt, ob mir das auch in der Praxis aufgefallen ist, dass es heute so viel Rotznasen gibt. Das kannte sie früher nicht, sagte sie. Und das blieb mir so richtig im Geiste hängen. Und ich habe oft darüber nachgedacht, und es ist tatsächlich so, Kinder, achten Sie mal drauf, schleimen und hören nicht mehr auf. Ich sehe heute viele ungeimpfte Kinder und ich kann Ihnen von dieser Seite garantieren, die kriegen auch Schnupfen, machen das 1-2 Wochen durch und dann ist die Nase wieder trocken. Das ist ein großer Unterschied. Aber es passt zu chronisch stimulierten Schleimhäuten. Ich sagte Ihnen ja, Entzündungen sind so der häufigste Effekt. Und dann, wenn dann Krisen kommen, dann zum Beispiel mit der Zahnung oder mit der ersten Wintersaison,
Dann bilden sie ihre Krankheiten. Und dann denkt niemand dran, dass die Impfungen ihnen da ein Handicap bedeuten, dass sie mit ihren Krankheiten sich erheblich schwerer tun. Eltern drängten aber zur Impfung. Und jetzt geht es um ein Kind, was ich als Fall erlebt habe, bei dem ich zunehmend durch die ersten Praxiserfahrungen schon dort dazu Eltern ermutigte, von 3 auf 6 Monate zu warten oder bis auf 12 Monate. Und nun hatte ich hier so ein Mädchen, das war das zweite Kind, eine Hausgeburt, perfekt entwickeltes, quirliges Kind, das lief mit 1 Jahr, voll gestillt, immer noch mit 1 Jahr mit Muttermilchergänzung, Muttermarathonläuferin, kerniges Kind, kernige Mutter. Und die Eltern drängten, schon mit einem 1/2 Jahr, ich sollte doch impfen. Und dann habe ich immer gebremst und dann habe ich gesagt, okay, mit 1 Jahr haben wir Diphtherie, Tetanus und Polio geimpft. Schon in der ersten Nacht wurde das Kind schläfrig, apathisch, fiebrig, erholte sich nicht, blieb schläfrig, nahm keine Nahrung an, bekam Atemnot und blaue Lippen. Und dann habe ich es am 4. Tag bei erfolgloser Behandlung, auch homöopathisch, in die Klinik gewiesen. Und dann kriegte ich ziemlich bald die Diagnose, das Kind hat eine akute globale Herzinsuffizienz. Das heißt, der ganze Herzmuskel ist auseinandergelatscht, der zieht sich nicht mehr zusammen, das Kind ist sozusagen nicht in der Lage, sich selbstständig am Leben zu halten. Das wurde behandelt dann wie ein alter Mensch mit Herzinsuffizienz, hat dann Digitales gekriegt und Notfallbehandlung mit Entwässerungsmitteln, mit Blutdruckmitteln, mit Sauerstoff, blieb 4 Wochen stationär, man fand keine Ursache. Das Kind wurde nur mäßig stabilisiert, war sehr schwach und abgemagert, aber man kam der Pflicht nach und hat das Kind eine Impfauffrischung am Entlassungstag gegeben. Ja, so gehen unsere Kollegen mit um, die denken nicht drüber nach, die STIKO sagt, das hat nichts damit zu tun. Das Kind hat sofort einen Rückfall gekriegt und ist dann fast dran gestorben. Das war so schlecht dran. Der Zustand war sehr, sehr ernst. Es wurde erheblich schwieriger, das Kind zu behandeln, war weitere 4 Wochen stationär, wurde mit Mehrfachmedikamenten entlassen, war ein schwer reduziertes, deprimiertes Kind, physisch wie psychisch, was sich dann später zum Glück langsam wieder erholt hat. Aber die Eltern haben das Impfen eingestellt und das kann man ihnen nicht verdenken. Dann kriegte ich einen Arztbrief. Und da schrieb mir die Klinik, man habe inzwischen festgestellt, das Kind habe Zytomegalie als Ursache der Herzinsuffizienz. Das ist ein Herpesvirus, beziehungsweise aus der Herpesvirus-Klasse, Klasse 4, Lippenherpes gibt es ja auch, und wurde zu der damaligen Zeit in der Regel stumm durchgemacht. Das heißt, viele haben Zytomegalie durchgemacht und waren sich dessen gar nicht bewusst. Es war eine ganz bekannte Tatsache, dass man das als stille Feierung durchmacht. Heute ist es mittlerweile eine ausbrechende Problemkrankheit, besonders für Schwangere. Diese stille Feihung wäre dem Kind gut zugestanden, weil es war vital und stark. Also habe ich dem Kliniker einen Brief geschickt, dem kinderärztlichen Chef von der Unikinderklinik. Kann es sein, dass hier die Impfung den entscheidenden Schub gab, dass eine stille Infektion durch die Immunbelastung, Impfinjektion zu einem klinischen Ausbruch kam? Das war meine naive Frage, weil ich noch gar nicht so sehr Impfgegner war. Und da schrieb dem einen ganz empörten Brief zurück, der war regelrecht unverschämt. Sie geben sich entgegen den wissenschaftlichen Fortschritten ihren eigenen Interpretationen hin. Nein, auf keinen Fall. Das Kind hat nachgewiesen eine Zytomegalie mit der beteiligten Herzentzündung und Herzinsuffizienz. Impfungen sind gut verträglich und erfolgreich und an dieser Erkrankung ursächlich nicht beteiligt. Meine ganze Praxiserfahrung sagt das Gegenteil. Wir haben Inhaltsstoffe, das brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Antibiotika, Quecksilber, Phenoxyethanol, Formaldehyd, Phenol, Aluminium, das sind alles toxische Substanzen. Über 90% aller Inhaltsstoffe von Impfungen sind nervenschädlich und damit auch die Zentrale des Immunsystems schädigenden. Und heute kommt dann noch Squalen, da links Nanopartikel, eine ganz neue Geschichte hinzu. Die neueste HPV-Impfung ist beantragt und die enthält schon Nanopartikel. Und da hat uns das Umweltbundesamt vor kurzem gewarnt, die können Krebs machen. Aber die Impfindustrie setzt sich drüber hinweg und es kommen neue Viren. Dass man also mit Impfung auch Viren überträgt und dadurch zu anderen Belastungen kommt, die man gar nicht haben will. So ist ein Durchfallvirus-Impfung, die mit 6 Wochen gegeben wird, wie heißt es noch, die Rotavirus-Impfung, vor kurzem Präparat aufgetreten, da waren wieder unerwünschte Viren beteiligt. Da hat man also Sekundärinfektionen gesetzt. Effekte von ionisierendem Aluminium, ich will Sie nur oben auf die Neurotoxizität hinweisen. Aluminium hat eine Neigung,
ins Nervensystem zu gehen, und zwar dann, wenn es ionisiert ist. Und im Impfpräparaten sind ionisierte Aluminium, also Ionen, elektrisch geladene Ionen von Aluminium. Das ist das Aluminiumphosphat und noch ein zweites. Und diese ganzen Schäden, die Aluminium im Gehirn machen kann, die sehen wir heute in der Praxis mittlerweile fast chronisch, häufig. Aber ich will Sie auf die dritte Zeile aufmerksam machen. Immunschäden. Aluminium schädigt das T-Lymphsystem. Das T-Lymphsystem brauchen wir für das Langzeitgedächtnis. Zum Beispiel Herpesviren zu handeln. Zum Beispiel mit Krebs umzugehen. Immungedächtnis aufzubauen. Das ist eine fatale Schädigung, die sogar in anderen Studien schon nachgewiesenerweise mit häufigeren Todesfällen begleitet ist. In Afrika hat man so eine Studie gemacht, wo Aluminium verantwortlich war für eine Häufung von Todesfällen. Aber es ist unerlässlich in Impfpräparaten, sagt man heute. Aber ich muss da Herrn Hartmann ergänzen, nur um Laborparameter sichtbar zu machen. Was beim Menschen passiert, ist nach wie vor ja ungeklärt. Nicht? Man würde nichts im Labor sehen, wenn man Tetanus impft und da wäre nicht Aluminium drin. Jetzt können Sie sich an 5 Fingern abziehen, was das heißt, dass Sie einen Laborparameter kriegen. Der ist also recht trügerisch. Denn den haben auch Kinder in Afrika, die nie geimpft worden sind. Da hat ein Herr Ehrenberg, ein Impfbefürworter aus Hamburg, eine Studie in Afrika gemacht mit Ungeimpften und Kindern, die nie Tetanus hatten, und die hatten auch einen Tetanus-Titer. Das wäre ja vorzüglich, dann bräuchten wir ja die Impfung gar nicht, weil wir da Antikörper kriegen könnten durch den normalen Kontakt. Das wäre auch ein starkes Argument. Dann ist Thiomersal drin. Also das ist heute auf freiwilliger Basis an die Firmen gegangen. Sollte man verzichten, aber sie dürfen es weiter verwenden. Um das Jahr 2000 hat die WHO gesagt, wir sollten Quecksilber nicht mehr in Impfstoffen verwenden. Es ist der Freiwilligkeit überlassen. Und Sie haben gesehen, der Grippeimpfstoff zur Schweinegrippe war wieder quecksilberhaltig. Also man setzt sich darüber hinweg. Und Quecksilber ist hochtoxisch, das ist die Formel, ich übergehe das mal. Es macht Genschäden und Krebs, links unten. Chronische Schleimhautschäden, Autoimmunerkrankungen. Quecksilber gehört nicht in Impfstoffe. War bei dem Kind aber drin. Denn das hat man ja erst im Jahr 2000 zu eliminieren gewünscht. Also es ist plausibel, dass dieses Kind immunologischen Schaden gekriegt hat und dass hier jetzt unglücklicherweise mit einer fluoriden, stillen Zytomegalie zusammenkam und dann zum Ausbruch führte. Und so erkläre ich mir das auch heute noch. Und ich bin eigentlich erschüttert über die Gutgläubigkeit meiner Kollegen und die Unwissenschaftlichkeit. Impfung und Wissenschaftlichkeit, keiner weiß eigentlich genau, was danach passiert. Es ist der Schuss ins Dunkle. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Praktiker. Aber ich lese natürlich, was so für Erkenntnisse gewonnen werden. Das Mittlere, dass die indirekten Schlüsse durch Untersuchungen von Kollektiven, von den Pharmafirmen durchgeführt werden und in Statistik münden, hat Herr Hartmann schon erklärt. Und dass man dann Kollektive bildet, das eine mit dem gewünschten Impfstoff geimpft und das andere Kollektiv mit der anderen Impfung geimpft. Und dann kommt natürlich nichts mehr raus. Und das zählt dann immer nur der aktuelle Erkenntnisstand der Zeit. Vielleicht in 50 Jahren werden sich unsere Kinder oder Kindeskinder an den Kopf fassen und sagen, was haben die damals für einen Blödsinn gemacht? Und heute fassen wir uns an den Kopf, wie mein Vater beispielsweise Warzen mit Röntgen bestrahlen konnte. Das haben die damals gemacht, das hat gewirkt, die verschwanden. Aber man hat mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und so kommt uns diese Geschichte auch mehr vor wie ein Elefant im Porzellanladen. Die Impfentscheidung ist eigentlich eine Geschichte, die man schon längst hätte mit Ungeimpften vergleichen müssen. Wie reagieren Geimpfte gegen komplett Ungeimpfte? Und die gibt es. Man hält es nur für ethisch bedenklich, dass man ungeimpft ist. Aber es gibt genügend, die das haben, den Status des Ungeimpftseins. Würde man die vergleichen, wäre die Diskussion vom Tisch, dann wüssten wir, was Impfungen machen. Die behindert man, diese Studie, die soll nicht stattfinden. Sie ist zweimal unfreiwillig gelaufen, da unten. Man hat in Indien die Tuberkuloseimpfung untersucht. Eine Provinz geimpft, eine ungeimpft, weil Tuberkulose gibt es häufig in Indien. Und da, wo geimpft wurde, waren viel mehr Schäden, viel mehr Tuberkulose und viel mehr Nachteile. Und dann hat die WHO 1975 erklärt, die Impfung nützt nicht, sie schützt nicht, sie schadet. 1998 hat man sie in Deutschland beendet. Mit der Argumentation, die Eltern hätten sich so dran gewöhnt.
Und diese zweite Studie in Guinea-Bissau, das hat ein dänisches Ärzteteam 5 Jahre beobachtet, dass man nach einer Diphtherie-, Tetanus-, Keuchs- und Polio-Impfung dort die Verdoppelung der Todesrate erzielte. Und das wurde letztlich auf Aluminium zurückgeführt. Aber man hat hier munter weitergeimpft, weil man sagte, wir sind hier nicht in Afrika. Profit mit Impfung, Sie sehen, wer alles Profit hat. Die Politik mit Lobbyismus, die STIKO hat ihre Beraterverträge, die Ärzte haben ungedeckeltes Honorar, die Apotheker haben Umsatzsteigerung, die Medien kriegen Anzeigen, deswegen sehen Sie selten impfkritische Artikel, vielleicht mal in der Süddeutschen, weil sie sich das leisten kann, als auflagenstärkste Zeitung. Die Pharma hat Gewinnsteigerung und den Schaden, den haben nur die Betroffenen. Und die haben keine Lobby oder eine schwache. Und wenn wir uns ärztlich fortbilden, dann haben wir eine werbungsfreie Fortbildung, also ohne Pharma, in einem finanziellen Verhältnis von 1 Euro zu 5.000 Euro, wenn die Pharma das sponsert. Die haben eine enorme finanzielle Macht. Und die berichten ja auch nur über Verträglichkeit von Impfungen. Und die canceln Studien, die gegen ihre Veröffentlichung sprechen. Dann kam die Homöopathie ins Spiel. Und die Homöopathie macht was ganz Besonderes, was meine Kollegen nicht machen. Sie macht eine exzessive Anamnesearbeit. Die brauchen wir, weil wir einen Patienten in seinen individuellen Empfindlichkeiten kennenlernen müssen. Die Diagnose und die konventionellen medizinischen Symptome sind gut und schön. Das ist der Anlass, dass man was tut. Aber die sind für die Arzneifindung homöopathisch von wenig Relevanz. Es sind über 50.000 Anamnesen, die ich bisher gemacht habe. Das grenzt schon bald an die 100.000. Das heißt, da kommt ein enormes Erfahrungsgut zusammen, nur durch die Beobachtung dieser individuellen Leidenswege. Wir machen es ja nur bei Kranken, nicht bei Gesunden. Das heißt, ich sehe natürlich dann auch Krankheitsentwicklung im Zusammenhang mit zum Beispiel Impfterminen. Ich gebe Ihnen mal so ein Beispiel. Zunächst mal Schwangerschaft. Man wollte ja bei der Schweinegrippeimpfung bevorzugt Schwangere impfen. Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist ja schon mal etwas merkwürdig, weil das sind ja so die sensibelsten Mitglieder unserer Gesellschaft neben den Kindern. Wieso die Schwangeren? Es müsste Ihnen eigentlich deutlich werden, und da liegt jetzt so ein aktuelles neues Buch von mir auf dem Tisch, Kritik der Arzneiroutine bei Schwangeren und Kindern. Ist gerade diese Woche rausgekommen, deswegen habe ich es frisch mitgebracht, allerdings nur 2 Ansichtsexemplare. Schwangere nehmen mehr Medikamente denn je. Und das ist offensichtlich gewünscht, obwohl sie nicht brauchen. Mehrheitlich nicht brauchen. Es ist gewünscht, weil wenn Schwangere Medikamente nehmen, sind sie die besten Werbeträger für den Rest der Gesellschaft. Denn was Schwangere vertragen, das müssen die anderen ja wohl auch dann vertragen können. Und so habe ich auch den Eindruck bei den Impfungen. Also schauen Sie sich mal diesen Fall an. Das ist vom letzten Jahr. Eine 40-jährige Frau, die 3 Kinder hat. Sie hat oben nach unauffälliger erster Schwangerschaft und Geburt 2,96 wegen so einer Bagatellverletzung eine Tetanusimpfung gekriegt. Das ist ja so gängiges Vorgehen. Und dann sehen Sie, das hat sie später erst gemerkt, sie war schon schwanger. 3. Woche. Ihr schwoll der ganze Arm an, berichtete sie. Der Arm schmerzte über Wochen. Sie fühlte sich monatelang schlapp und krank und fiebrig und hat dann im 5. Monat einen Spätabort gehabt. Das Kind hatte eine schwere Missbildung, eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, aber so, wie sie sonst kaum vorkommt. Die war noch viel dramatischer, hat der Pathologe beschrieben. Dann wollte sie dieses Trauma überwinden, indem sie schnell wieder schwanger wird. Ist sie dann auch, 97, hat sie wieder eine Fehlgeburt gehabt, 12. Woche. Dann hat sie auch dieses Drama schnell überwinden wollen, ist wieder schwanger geworden. Und dann sehen Sie, 1297, da hat sie eine ganz schlimme Schwangerschaft gehabt, hat vorzeitige Wehen gehabt, hat so eine Zerklage bekommen, das ist ein Zuschnüren des Gebärmutterhalses, weil der aufgehen will. Sie hat Kontraktionen bis zum 5. Monat gehabt, war stationär, also in der Klinik viel gelegen, hatte lange Bettruhe. Und dann hat man sie in der 37. Woche, weil das Kind ja kommen darf, wieder laufen lassen. Und dann kam erst eine relativ normale Phase. Zum Glück hat sie ein gesundes Kind geboren. Ist dann 99 wieder schwanger geworden, die 5. Schwangerschaft, und dann war wieder alles okay. Was lehrt uns das? Solche Fälle sehe ich häufig. Schwangerschaft ist ein Zustand bester Gesundheit. Eine Frau wird schwanger, wenn sie gesund ist, problemlos. Sie hat dann die Annahme ihrer Schwangerschaft toleriert und dann wirkt dieses Fremdwesen in ihr wie ein transplantiertes Organ. Sie muss es tolerieren. Das hat die Natur so eingerichtet, dass sie ihre Abwehr unterdrückt. Und mit der Unterdrückung ihrer Abwehr bleibt das Kind 9 Monate in ihrem Bauch. Und Geburt ist dann nichts anderes als das Ende der Immunsuppression, der natürlichen.
Und man erlaubt heute Totimpfstoffe. Man forciert das sogar und möchte unbedingt auch Schwangere impfen, weil man meint, dann kriegen sie Antikörper und können dem Kind dann beim Stillen die weitergeben. Aber diese Argumentation hinkt etwas, weil dann müsste man das Stillen auch entsprechend fördern. Und ich bin groß geworden in einer Generation, wo Ärzte das Stillen behindert haben. Der Tiefpunkt war 1990, da haben nur 1% aller Frauen in Deutschland noch mit einem halben Jahr gestillt. Das war das Ergebnis von Trennung von Mutter und Kind von der ersten Stunde an. Und das ist die zuverlässigste Methode, das Stillen zu behindern. Das ist heute zwar besser, aber heute stillen auch erst wieder 30% aller Frauen noch mit einem halben Jahr. Das ist zu wenig. Also diese Argumentation greift nicht, aber warum will man das machen? Dabei sind Schwangerschaftskrisen nichts anderes als Immunkrisen, Störung des Immunsystems. Also Aborte, Blutungen, vorzeitige Wehen, dass der Gebärmutterhals aufgeht, Frühgeburt, die Schwangerschaftsvergiftung, Präeklampsie, das Übergewicht der Schwangeren, der Schwangerschaftsdiabetes, das sind alles Krankheiten des Immunsystems, weil das Kind erfordert eine bessere Versorgung, wenn es ihm nicht gut geht, wenn die Plazenta nicht richtig angelegt ist. Die Plazenta ist der Anwalt des Kindes und die sorgt dann dafür, dass die Mutter sich ins Zeug legt, damit das Kind genug kriegt. Das darf man nicht schädigen. Ein Junge, auch 2009, wird mir vorgestellt, ist schlaff, kann ich sitzen, kann ich stehen, kann ich krabbeln, hält den Kopf nicht allein, kann ich gezielt greifen. Rechnen Sie mal nach da oben, 208 geboren, wird mir am 16. September 2009 vorgestellt. Der ist 1,5 Jahre alt. Da können die Kinder eine Menge, die können laufen, greifen, die können das alles. Wieso kann dieses Kind nichts? Das steht auf dem Stand wie ein 3 Monate altiger Säugling, könnte man sagen. Es zeigt Gemütsreaktion, kann sehen und hören. Mit Dauerkrankengymnastik hat man jetzt erreicht, dass es sich dreht. Und der Stillstand der motorischen Entwicklung hat das Kind seit dem 3. Monat. Das heißt, die Mutter sagt, die Schwangerschaft war normal. Sie hat keine Medikamente genommen, sie war sehr aufmerksam. Sie hatte eine regelrechte Geburt, sie hat gestillt und das Kind war bis zur 6., 7. Woche völlig normal. Natürlich ist die Frage, was ist passiert, was ist hier vorgefallen? Erste 7-fache Impfung mit 8 Wochen, 26.04. Und dann berichtet sie, und das hat sie dem Kinderarzt mehrfach erzählt, danach ist er apathisch gewesen, schläfrig, 1 Woche schlaff und seither hat das Kind aufgehört, sich motorisch zu entwickeln. Trotzdem hat der Kinderarzt 4 Wochen später die zweite 6-7-fache Impfung gegeben und nochmal 4 Wochen später im Juni die dritte, obwohl er doch sehen musste, dass das Kind mittlerweile schwer retardiert war. Immer wieder spricht die Mutter diese Zäsur an und findet keine Akzeptanz, nicht? Und deswegen auch keine Schadensmeldung. 20% Dunkelziffer in der Schadensberichterstattung. Ne? 95% werden nicht gemeldet. Sie hat die Kinderärzte gewechselt. Sie ist in Kliniken geschickt worden. 3 Kliniken, davon 2 Unikliniken. Alle Untersucher lehnen Impfzusammenhang ab, wie die Mutter das ständig behauptete. Kein Wort von Impfung im Brief, in Arztbriefen, in allen Arztbriefen. Ausgeklügelte Untersuchung. Man hat nichts gefunden. Nichts. Warum das Kind so schwer beschädigt ist. Und man sucht und sucht. Und es wäre für die Eltern sehr ungünstig, wenn man was finden würde, wie zum Beispiel Zytomegalie. Bei dem anderen Kind, denn dann hätte das Kind ja eine Krankheit und dann würde man deklarieren, das hängt mit Impfung nicht zusammen. So, ich habe die Mutter zum Kinderarzt zurückgeschickt. Ich habe gesagt, sie soll dem Kinderarzt nötigen, den Impfschaden zu melden. Sonst würde sie ihn anzeigen, weil das steht ja auf Strafe, wenn man keinen Impfschaden meldet. Der Kinderarzt war schnell bereit, der hatte plötzlich Angst bekommen, weil der sah, das Kind war in dem gleichen Zustand wie mit 3 Monaten. Und hat der Mutter gesagt, ja, er meldet den Impfschaden und auch insbesondere aus Angst vor Ansprüchen der Mutter an den Kinderarzt. Was macht der Kinderarzt? Der ruft die Uniklinik an, schließt sich mit denen kurz, denn da war ja das Kind vorgestellt. Und nach 1 Woche ruft er bei der Mutter an, man habe sich mit der Kinderklinik verabredet, dass man das Kind auf einem Kongress über seltene genetische Krankheiten im Kindesalter vorstellen möchte. Es muss doch was zu finden sein. Also man hält die Mutter hin, man meldet weiter nicht und den Eltern wird es ausgeredet, dass es hier überhaupt einen Impfschaden gibt. Es ist katastrophal. Der Vertrauensarzt wird zum Misstrauensarzt. Es geht primär um nervenunreife Säuglinge. Keiner weiß, was nach der Impfung geschieht. Nichts kann bewiesen werden. Keiner schaut hin.
und Impfschäden später als eine Woche sind völlig offen. Folgekrankheiten werden unlogisch und zwanghaft als zweite Erkrankung abgesondert. Das widerspricht jeder Logik. Impfschäden werden verweigert oder nicht gemeldet und nur die Autorität Arzt, die ja allein melden darf, die Mutter darf ja nicht melden, sagt, das ist kein Impfschaden. Wird einfach behauptet. Der Arzt vertraut also nicht mit dem Geschädigten und damit wird er zum Misstrauenarzt und das richtet sich gegen die Patienten. Das müssen Patienten wissen. Und Impfungen werden in Studien zu selten geprüft, wenn es um andere Themen geht. Die Hochrechnung aller dieser Impfschadensmeldungen sind natürlich negativ. Es kommt nichts raus. Und so kommt auch die Ständige Impfkommission bei einer jüngst veröffentlichten Studie über die Ursachen der Allergien zu dem Ergebnis, nein, es soll weiter geimpft werden. Impfungen sind nicht daran beteiligt. Obwohl wir in den Impfpräparaten jede Menge Substanzen haben, die das beste Potenzial haben, Allergien auszulösen. Das potenteste Allergen nach Nickel ist Thiomersal, die quecksilberhaltige Verbindung. Also es widerspricht jeder Ausbildungswissenschaftlichkeit, dass Impfen keine Allergien machen. Aber man begründet das mit Statistik. Ein Junge mit globaler Entwicklungsstörung, psychomotorische Retardierung, 2 Jahre und 6 Monate alt, Pflegestufe 2, kann nicht laufen, steht wackelig mit Halten, 2,5 Jahre alt, spricht nichts, hat kein Sprachverständnis, sieht gut, hört gut, kann anschauen und Augen folgen, also mit den Augen einem Licht folgen, hat aber noch nie geweint, noch nie geschrien, noch nie gefremdelt. Völlig unkindlich, mit 2,5 Jahren. Erst seit 5 Wochen Willensäußerung, chronische Verstopfung, kriegt Dauerphysiotherapie. Eine brutale, das ist diese Wojta-Therapie. Er war ein Wunschkind, Mutter hatte Bluthochdruck, auch die Mutter der Mutter, der Vater des Vaters auch, aber sonst gab es nichts in der Familie. Die Pille hatte sie abgesetzt, dann Folsäure genommen und war nach 2 Monaten schwanger. In der 8. Schwangerschaftswoche hatte sie Blutung und Abgang von einer Zwillingsanlage, also da war noch ein zweites Kind, aber bis zum Schluss dann Wohlbefinden, keine Probleme. Geburt spontan, ohne Probleme, Kind war fit, normalgewichtig, U1, U2, U3, U4 unauffällig, hat sich regelrecht entwickelt. Und dann 10:07 erstes Brabbeln. Bei der U4 kriegt er erst die 7-fache Impfung mit Rotavirus-Impfung. Daraufhin schläft das Kind ein. 3 volle Tage, nichts Dramatisches, es schläft einfach ein. Musste tags für 4 Stunden mühselig wach gehalten werden, seit dem Dauerschlaf. Wenn es nicht geweckt wird, wird es durchschlafen. Natürlich für Essenszeiten wecken die Eltern das Kind. 12:07, also 1 Monat später, Wiederholung der Impfung, unveränderte Schlafsucht, trotzdem wird geimpft. Noch heute, das ist dann Februar 2010, von 19 Uhr bis 10 Uhr morgens schläft das Kind und von 14 bis 16 Uhr hat es Schlafverlangen. Das ist das Minimum, weil es schläft, wenn man es nicht weckt, noch länger. Es muss wachgehalten werden die restliche Zeit. Seit dem 5. Monat regelmäßige Krankengymnastik wegen muskulärer Schwäche. Also da wird sehr viel Geld investiert. Dann trotzdem 7-Fach-Impfung wiederholt im Januar 08. 3:08 der erste Zahn. 5 Monate gestillt, Kinderarzt meinte, U5 und U6 sei normal. Dabei schlief das Kind die ganze Zeit. Er impft trotzdem 7-fach zum 4. Mal, was so nicht in Ordnung ist. Dann kommt 5:08 die erste Kontrolle bei einem Neurologen. Das Kind, das bestätigt er, ist entwicklungsverzögert und hypoton. Punkt, mehr nicht. Dann geht sie zu einem Neuropädiater, also einem Fachneurologe für Kinder. Der stellt eine schwere Behinderung fest, aber EEG, Magnetresonanztomographie, das ist eine Gehirnuntersuchung, ist unauffällig, Gentests sind unauffällig, keine Blutuntersuchung ist auffällig, keine Blockaden im Wirbelsäulenbereich. Dann rät er zur Grippeimpfung, weil das ja so gefährlich ist, dann so ein Kind auch noch Grippe kriegt. Dann bekommt das Kind 1 Monat später nochmal die Grippeimpfung wiederholt. Dann kriegt es noch die Meningokokkenimpfung. Man fragt sich, wer hält das aus? Und dann 209, die 4-Fach-Impfung, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken. Das müsste den Ärzten doch aufgefallen sein, dass das Kind völlig entwicklungsgestört ist. Nein, es wird geimpft. 14 Tage später steht das Kind unter Autismusverdacht. Es gab gerade so eine Diskussion, ob Masernimpfungen Autismus machen. Ist vehement
bekriegt und bekämpft worden, indem man dem, der das behauptet hat, wirtschaftliche Absichten unterstellt hatte. Egal, dieses Kind hatte Autismus, man hat Videos gedreht, kinderärztlich beurteilt, das stand unter Autismus. Das heißt, das Kind hat keinen Kontakt zur Umwelt, ne? Ist in sich zurückgezogen. Ohne Blickkontakt, abwesend, in sich gekehrt. Dann ging die Mutter mit dem Kind auf Kur und auf der Kur hat sie Kontakt mit einer Homöopathin bekommen. Und da hat die Homöopathin der Frau geraten, also sollen wir nicht mal eine homöopathische Arznei geben? Hat ihre Hilfe angeboten. Dann gibt sie Silicea, das ist unsere wertvollste Arznei für zerebrale Impfschäden, also für Gehirnimpfschäden. Und was passiert? Das Kind kriegt eine dramatische Reaktion mit Fieber und die Impfeinstichstelle fängt an zu schwellen. Das hatte sie auch bei der ersten Impfung getan. Doch den anderen nicht mehr. Das ist eine sensationelle Geschichte. Daraufhin bekam es einen Ausschlag am Oberkörper, masernähnlich. Das Kind war ja offensichtlich autistisch nach der Vierfach-Masern, Mumpsröte und Windpockenimpfung. Dann kleine harte Knötchen und danach war das Kind anders. Es fing an zu krabbeln auf die Mutter zu, sieht die Mutter in die Augen, das heißt, der Autismus scheint plötzlich wieder verflogen. Drückt sogar Knöpfe im Fahrstuhl, also die Mutter merkt plötzlich ein wesentlich wacheres, aktiveres Kind und 7:09 steht es sogar mit, wenn man es hält. Also es macht einen erfreulichen Schub. 8:09 kommt die U7, da wird noch die globale Entwicklungsstörung konstatiert, mit Gewichtsentwicklung ist normal. Und dann setzt diese Homöopathin die Behandlung fort aufgrund homöopathischer Symptome und gibt dem Kind Calcium. Es wird krank, schläft extrem, kriegt wieder einen Ausschlag am Oberkörper. Eine Woche hat es dann nochmal gebrochen und Durchfall gekriegt und danach wird es immer wacher, immer interessierter. Es hat schließlich sein Spielzeug ausgeräumt, ist selber zum ersten Mal im Oktober, zeigt Angstreaktionen, wir haben es weiter fortgesetzt, kann Treppen hochklettern, räumt Spielzeug ein und aus, also es wird plötzlich immer normaler. Das ist selten, dass das so erfreulich läuft. Fazit, ab der Siebenfachimpfung hat dieses Kind zerebrale Depressionen mit Hypotonie, also schwachen Muskeltonus und Schlafsucht entwickelt, mit der ersten Masern, Mumps, Röteln und Windpockenimpfung den Kontakt abgebrochen, Autismusverdacht entstand, weil das so vergleichbar im Verhalten ist, das ist auch nachvollziehbar, weil diese Masern, Mumps, Röteln und Windpockenimpfung ist eine Lebendimpfung. Macht EEG-Veränderung bei jedem zweiten Fall, wenn das gespritzt wird, und geht in das Nervensystem. Und was es da macht, in den Zellkern unserer Nervenzellen, das bleibt im Dunkeln. Silicea wurde spät gegeben, aber effektiv. Calcium wurde weiter fortgesetzt. Die Prognose hat eine erfreuliche Wende bekommen. Besserung mit Homöopathie, die Eltern sind schockiert. Natürlich gab es keine Impfschadensmeldung bei diesem Fall. Fazit, Impfkomplikation, wir können sie mit Anamnesen aufdecken, individualisieren. Es wäre ja auch bei den seltenen Kalamitäten von Wildkrankheiten wünschenswert, dass man die schwersten Fälle zurückverfolgt, warum die in diese Not gekommen sind. Das wird auch nicht gemacht, denn dann könnte man ja andere besser schützen. Es gibt ein individuelles Schadensmuster, das ist nie einheitlich, wer wie reagiert. Es gibt keine Beweisbarkeit von Schäden, sondern nur Plausibilität. Und auch auf dieser Basis nur können Richter entscheiden, immer nur durch Plausibilität. Und meistens werden sie ja dann durch sogenannte Gutachter, die ja auch nichts wissen, noch beeinflusst. Untersuchungsbefunde sind in der Regel unauffällig. Wenn sie auffällig werden, wird einfach behauptet, das ist eine Zweiterkrankung. Der Geschädigte hat den Nachteil, da er kein kausales Zweitereignis im Zusammenhang mit dem Impfereignis beweisen kann. Die ärztliche Autorität ist maßgebend, es werden keine Meldungen gemacht und die Statistik ist glänzend unauffällig. Meine Empfehlung, bei jeder komplizierten Erkrankung, bei Krampfanfällen, bei Gehirnschäden, bei Behinderungen, bei akuten Notfällen, bei Krebsausbruch, vor allem wenn die Diagnose gestellt wird, fragen Sie die Betreffenden nach dem Impfaufweis und gucken Sie mal rein. Korrelieren Sie mal die Daten, das kann jeder machen. Und dann werden Sie erschüttert sein, besonders diejenigen, die in Behinderteneinrichtungen arbeiten. Lassen Sie sich mal die Impfpässe geben, fragen Sie mal, wann ging es los, wann hat man die erste Diagnose gemacht und dann werden Sie erschüttert sein. Aber das interessiert meine Kollegen offensichtlich nicht. Fazit der Beobachtung, die Impfungen machen obligat krank, das ist ja auch gewünscht. Der Streit geht ja nur darum, wie sehr. Die STIKO meint, der Nutzen sei größer als der Schaden, ich meine das Gegenteil. Natürlich sehen wir Lokalreaktionen, wir sehen Schmerzen,
Aber der Haupteffekt sind Entzündungen. In Kiel hat sich ein neues Institut gegründet, das sich klinische Immunologie nennt. Und deren Forschungsschwerpunkt sollen Entzündungen sein. Nur Entzündungen in allen Fachgebieten, weil das so eine Problematik bei allen allergischen Krankheiten, beim Rheuma, selbst beim Krebs sein kann. Und die haben einen Flyer geschrieben, um sich bekannt zu machen, und der ist exzellent. Nur ein Wort fehlt in diesem Flyer, dass auch Impfungen Entzündung machen können. Das will man nicht wissen. Fieber tritt auf, das ist ja eigentlich wünschenswert, dass der Organismus sich auch wehrt. Wir beobachten Immunprovokationen mit den Folgen von Allergien und Krebs. Die Zeit ist mir zu knapp, um Ihnen aufzuzeigen, warum Krebs mit Impfung zusammenhängt. Stimulation von Organen und Funktionen von Organen. Also ich bin ja Gynäkologe in erster Linie. Eine Frau kommt mit einer Zyste oder mit einem Myom. Und dann frage ich ja, wann fing das denn an zu wachsen? Wann ging es los? Und dann lasse ich mir einen Impfpass zeigen. Aha, 2 Monate vorher wurde geimpft und plötzlich wächst das Myom. Das muss man dann im Zusammenhang sehen, auch wenn es unbewiesen bleibt. Aber die Erfahrung sagt heute, das gehört zusammen. Und so gehört auch Fettsucht zusammen zu dem Impfkalender, weil es eine Systemstimulation bedeutet. Stimulation von Organen und Funktionen, Beschädigung von Nervensubstanz, das ist natürlich vor allen Dingen durch die nervenschädigenden Inhaltssubstanzen, aber auch durch Entzündungen mitbedingt und dann die Viruspersistenz. Und da haben Sie ja gesehen, wie viele darunter schon leiden. Und ich persönlich gebe in meiner Praxis keine Ruhe, wenn jemand Herpes in der Regelmäßigkeit hat, wie Sie alle sich hier gemeldet haben. Denn das ist eine Bedrohung auf lange Sicht, weil diese Viren haben potenziell auch die Fähigkeit, zu Krebsereignissen zu führen. Es ist nicht zwingend, dass es daraus entsteht, aber es ist ein Baustein. Impfungen sind wirtschaftlich gewollt, aber ethisch bedenklich aus meiner Sicht. Sie haben keine positive Nachhaltigkeit. Sie sind heute völlig verzichtbar, weil wir uns bei Krebs nicht mehr anstecken können. Wir haben keine Erreger bei Allergien. Der entscheidende Vorteil wird allerdings nur zu gewinnen sein, wenn man den kompletten Impfverzicht leistet. Nicht irgendeine Einzelimpfung, denn die gefährden Sie im weiteren Sinne. Zwar weniger, aber doch ebenso wie die Mehrfachimpfung. Das war mein erster Enkel. Der gab mir den Ruck, konsequenter zu sein. Der ist bis heute ungeimpft und kerngesund, 3,5 Jahre. Das ist die Folgebroschüre. Wenn Eltern nicht impfen, was können sie dann tun? Das ist mein Kinderbuch, das ist 800 Seiten stark. Das behandelt genau diese Probleme von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Nicht geimpfte Patienten, und damit will ich abschließen, sehe ich immer häufig in der Praxis, wenn man mal anfängt, sich dazu zu bekennen. Und dann sammeln die sich bei mir, weil sie es leid sind, immer wieder aufgefordert zu werden. Und wenn ich deren Anamnesen durchgehe, dann sind die leer. Wir sehen in den seltenen Fällen, dass es überhaupt Probleme gibt. Und wenn Krankheiten auftreten, sind Sie nicht die Kandidaten, die an den Komplikationen teilnehmen. Das ist mal nicht hundertprozentig, aber es ist ganz anders, als wir es heute in der Realität sehen. Sie brauchen selten einen Arzt, nehmen selten Medikamente, belasten daher am geringsten die Sozialsysteme, weil sie kaum Geld ausgeben, profitieren besonders von der Homöopathie und der Selbstheilung, weil die Homöopathie bedient nichts anderes als die eigenen Fähigkeiten. Und wer wolle da schon dagegen sein? Und es gibt eine Studie, das ist die Salzburger Eltern-Kind-Studie, da hat man einfach mal freiwillige Meldungen von ungeimpften Personen zusammengestellt, schon über 1000 Fälle. Und dann hat man mal ein Fazit gezogen, was die schon durchgemacht haben, hat es verglichen mit dem Kranksein von heute. Und es gibt einen erschütternden Kontrast. Und das ist heute mein Motiv, Eltern diese Unterstützung weiterzugeben. Herzlichen Dank.